Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Ja. Genau, jetzt wollten wir uns eine neue Waffe besorgen. Und dazu müssen wir. Aber ich glaube mal, die geht nicht mehr. Die ist kaputt. Ja, wusste ich. Okay. Da müssen wir einen kleinen Umweg machen. Ist jetzt aber. Müssen wir, glaube ich, jetzt einmal rumrennen. Vorne raus, dann vorne runter. Oder war das jetzt hier lang? Oder lass mich mal warten. Kurz auf die Karte gucken. Ich wollte doch jetzt eigentlich. Ah, jetzt bin ich hier. Ne, ich wollte hier eins tiefer. Aber da hinten wäre auch noch ein Raum. Ach, da wäre ich sonst rein. Ach, das ist der Raum. Ja. Müssen wir einmal. Ja, wieder nur jetzt. Einmal hier rum, glaube ich. Ja, richtig. Ja, die Verwirrung kommt wieder. Hier ist die Schlange drin. Und hier müssen wir raus. Müssen wir jetzt vorne wie sagt man dazu? Na, hier im Treppenhaus. So, dann müssen wir hier runter. Oh, chill. Ich weiß, dass ich so steuere, aber das steuert sich manchmal echt behindert. Wenn man das mal so sagen darf. Runter hier. Na, ey. Ich dachte, ich hätte mich jetzt an den Controller langsam gewöhnt. Jetzt müssen wir hier rein. Ach, da wo die Hunde waren, da sind aber jetzt keine Hunde mehr. Aber ich glaube, sind da hinten nicht noch Zombies, die durchs Fenster gekommen sind? Aber das müssten noch normale Zombies sein, ne? Ah, ich hoffe jetzt nicht. Ich habe kein weiteres Heilmittel mitgenommen. Wenn das jetzt zwei Super-Zombies sind, ey, dann. Also hier dürfte nichts sein. Hier waren ja die Hunde bloß. Aber da, bei dem Bereich, bin ich mir nicht so sicher. Also. War das schon hier gewesen? Ich schau mal eben schnell. Ach, das war das hier. Hier waren aber auch noch Pflanzen gewesen, glaube ich. Aber jetzt kommt hier bestimmt ein Hund rüber. Ja. Ach, verdammt, aber wir können uns ja hier gleich heilen. Und nochmal. Ich fasse es nicht. Ist er tot? Ah, scheiße. Und Kerosin hätten wir hier jetzt auch noch. Sind wir wieder auf vorsichtig. Ich hoffe mal, der andere Hund, der bleibt da drüben. Nehmen wir mal eine von denen mit. Oder am besten gleich zwei. So.
Hier steht jetzt bloß noch eine grüne, ne? Ja, dann lassen wir das jetzt eine Weile auf Vorsicht. Mischen die mal eben schnell. So. Oder wir haben ja noch ein Dings. Oder wie viel lasst das? Nimm die jetzt und lass die eine. Oder ich misch die und nimm noch eine. Ach komm, ich misch die jetzt. Und falls es kritisch wird, können wir die immer noch nehmen. So, da hinten wäre jetzt noch eine rote. Die Frage ist, ob ich die gleich mitnehmen soll. Ach, ich nehme die jetzt mit. Was soll's. Mit dem Hund hat jetzt keiner gerechnet. Und ich schätze mal, wenn ich das nächste Mal hier reingehe, das wäre dann quasi nur wegen den Kerosin, dann würde der Hund da rüber gesprungen kommen. Ja, hier wollte ich definitiv... hier laufen wir jetzt durch. Schneller durch. Ich glaube, in den einen Raum waren wir ja schon. Ich muss jetzt nochmal auf die Karte gucken. Wo bin ich denn jetzt? Da ist der Spencer. Das war jetzt der Raum, aber der wird ja nur rot angezeigt. Wo war denn das mit dem... Da waren also die Hunde. Könnten wir höchstens, oder das war hier irgendwo. Ach nee, hier ist das nächste Rätsel. Ja. Der steht aber nochmal auf. Mann, das sind so viele, ey. Na, geh rein da. Jetzt muss ich mal gucken, was hier war. Ach, der Raum. Ja, der Raum, der Raum. Ich glaube... jetzt muss ich mal überlegen. Wir gehen erstmal, hier sind auch Krähen, wie ihr schon hört. Ja, bleibt mal da schön sitzen. So. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Lisa, geschützt. Den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Um unter... Das Bild ist ein Schalter. Drücken? Nein. Also grün, lila. Das ist, der hat eine Armwand. Das müsste orange aber sein. Den drücken wir mal. Jetzt ist es grün. Grün. Ne, jetzt muss ich es von der anderen Seite nochmal machen. Es muss ja ein oranges. So, ja. Ist jetzt sich weiß gefärbt. Ist auch noch nicht richtig. Ist nochmal von der anderen Seite. Weiß. Nochmal drücken. Hat sich orange gefärbt. Genau. Orange.
So. Weiße Halskette, die müsste liegt hinterm roten Glas. Ja. Hat sich purpur gefärbt. Ja, ich hätte jetzt gesagt lila, aber gut. Das ist auch richtig. Das war jetzt die Halskette des Armband und jetzt noch war die grün? Die Krone? Ja, die war grün. Grüne Krone. Die ist gelb. Nein, jetzt ist sie. Jetzt ist es, glaube ich, grün. Hat sich grün gefärbt. Ja, jetzt ist richtig. Wenn wir das nämlich falsch machen und dann hier den Schalter hier drücken, dann. Ja, drücken. Dann würde sich das nicht öffnen, dann würden die Krähen auf uns losgehen, wie Sau. So, und hier liegt was. Na, heb auf. Ah, wieder eine Maske. Und dann müssen wir jetzt sowieso zum Speicherraum zurück. Dietrich verwenden. Hier kann ich dann nachher doch auch wieder von vorne rein. Ich glaube, hier laufen aber auch jetzt Zombies rum. Bin mir nicht sicher. Aber ich will einfach erstmal nur, obwohl die eine Maske könnten wir doch schon mal. Nee, machen wir anders. Gehen erstmal hier durch. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal hin. Aber da können wir jetzt von hinten durch das Gitter. Genau. Und da unten will ich nicht rein. Ich gehe jetzt erstmal rüber hier auf die andere Seite zum Speicherraum. Ah, wir müssen am besten das Kerosin mitnehmen und ein paar Abfackeln. Ich weiß. Die Masken. So, wir gehen mal hier rein. Man hat auch keine Lust, andauernd immer hin und her zu rennen. Ach, das ist jetzt. Moment mal. Fällt mir gerade was ein. Genau. Kann ich mich doch noch heilen, oder? Ja, anwenden. So. Jetzt sind wir nämlich wieder auf okay. Ohne irgendwas benutzt zu haben. So. Jetzt gehe ich mal eben schnell runter. Dann müssen wir zurück, weil dann können wir aber gleich die Masken mitnehmen, die drei. Ich werde aber mal sicherheitshalber ein. Also eine Mischung werde ich mal behalten. Aber die werde ich austauschen gegen eine doppelgrüne. Und den Schlüssel müssen wir da auch bald loswerden. Mein Gott. So, okay, dann packen wir. Den Platz lasse ich mal frei. Packen wir das weg. Das weg. Die lassen wir drin. Die Maske auch. Dann nehme ich jetzt erstmal eine. Ich hatte noch eine einzelne. Genau, eine einzelne. Gehen kurz raus. Ins Menü. Kombinieren die beiden. So, gehen wir nochmal rein. Ja, jetzt nehmen wir die anderen Benmasken mit. Und diese. Und diese. Jetzt sind wir zwar wieder voll, aber die Masken, die sind wir dann gleich los.
So, jetzt haben wir eine Heilung, sind voll geheilt. Die Masten reinbringen. Danach können wir uns dann die neue Waffe holen. Ja. Jetzt wollte ich nur mal gucken, ist dann jetzt eigentlich... Ja, hier unten ist eigentlich alles, bis auf den Raum, da kommt ja noch der gelbe Stein rein. Das war doch der Raum, ne? War das der jetzt? Und im zweiten Stock... Da hinten... Da brauchen wir den Helmschlüssel. Naja, wird schon gehen. Wir werden sehen. So. Jetzt erstmal wieder zurück. Ja, das ist eine echte Hin- und Herrennerei. Und vergisst man irgendwas, da muss man wieder irgendwie die nächste Truhe auf. Und hier sind ja nur zwei Truhen. Einmal auf der Seite und einmal auf der anderen Seite. So. Ja, und die eine Tür. Moment mal, ich will mal eben was schnell gucken. Da sind wir ja reingekommen. Aber sind wir dann hier hinten in der reingekommen? In der hier zum Beispiel. Ach, die kann ich aufschließen. Ach, jetzt brauche ich den Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja. Da gehen wir dann rein. Ach nee, da gehen wir dann da unten rein. Und da hinten war ja... Ach nee, da ging es ja zu dem... Genau. Nee, okay, wir bringen erstmal die Masken weg und kehren dann zu dieser Tür hier zurück. Weil da, wo wir den einen Zombie jetzt getötet haben, oder erstmal vorläufig getötet haben, da, ich dachte da hinten in der Ecke. Aber ich glaube mal, dass es hier oben zu der Waffe geht. Aber erstmal tun wir die... Genau, die Masken wegbringen. Dann brauchen wir doch da gar nicht mehr zu den... Ja, die Lichteffekte hier unten, die sind ja auch der Hammer. Irgendwie haben sie gut hingekriegt. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Einzelnen reinkommen. Eine Statue mit einem Loch anstelle der Augen. Haben wir die dann schon? Die haben wir schon. Anstelle der Augen? Untersuchen. Todesmaske. Eine Todesmaske ohne Augen. Ja, die müsste ja dann... Moment. Die müsste ja dann da reinkommen. Ah ja. Ohohoho. So, die nächste... Eine Statue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Anstelle von Augen, Nase und Mund. Untersuchen. Eine Todesmaske ohne Mund. Ohne Mund. Und die andere? Ohne Auge, Nase
Oder Mund. Dann ist das die, die da reinkommt. Uiuiuiuiui. Das soll aber nicht jetzt schon rauskommen. So. Ne, keine Angst. Wir brauchen echt alle vier Masken. Hallo. Ja, ohne Nase. Hä? Ohne Nase stand da? Mit einem Loch anstelle der Nase. Aber hier war doch was mit Mund. Ach so, ein Loch, Maske ohne Mund. Also könnten wir die hier einsetzen. Das brauchen sie. Nee, dann nicht. Dann kommt die hier hinter. Ein Steinstarter mit einem Loch anstelle des Mundes. Ah ja, die kommt hier rein. Verwenden. Ah, da wackelt er nur und spritzt ein bisschen. So, jetzt sind wir die erstmal los. Jetzt können wir uns um die Tür kümmern, die wir jetzt geöffnet haben. Na, Jill, lauf doch ordentlich. Oder Daniel, steuer doch ordentlich. Eins von beiden. So, gehen wir mal rein. Ja, und die letzte Maske, die gibt's natürlich, wenn wir die Schlange, glaube ich, erledigt haben. Aber da möchte ich den Granatenwerfer haben. Jetzt gehen wir mal zu der Tür da hinten. Ah ja, ich bin auch an der richtigen Stelle. So. So, und da sehe ich schon was liegen. Auf dem Tisch. Ja, warum nimmst du das nicht? Jill? Genau. Munition. So, weiter geht's. Ach, hier haben wir noch einen Dolch. Haben wir schon lange keine mehr. So. Und eine Frequenz. Und da liegt unsere neue Waffe. Und zwar der Granatwerfer ist das, glaube ich. Ja. Den braucht er ja eh nicht mehr. Und wenn ich jetzt da weiterlaufe, liegen hinten ein grünes und ein rotes Kraut. Aber er hier würde, ich glaube, er ist auch so ein super Dings. Und das erspare ich mir mal lieber. Und gehe nicht dahinter. Oder lag da doch noch was anderes? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Nicht, dass da... Aber da müsste, glaube ich, wir können ja mal den ausprobieren. Ich glaube, eine müsste reichen von denen. Wir gehen mal hier hinter. Aber ich glaube, da liegt bloß... Ja. Ja, da reicht ein Schuss. Ja, und hier liegt tatsächlich nur zwei Grüne.
Ja, die können wir gleich kombinieren. So. Jetzt will ich aber nicht weiter den Granatwerfer benutzen, sondern wenn dann die Pistole. So. Ah ja, hat sich ganz schön umgehauen, wa? Ja, da war doch nichts weiter. Dann war meine Erinnerung doch noch richtig. Aber der würde natürlich nochmal aufstehen, wenn wir jetzt hier nur ein Kraut genommen hätten und später hier nochmal her müssten. Dann... Oh, Jill, auch mich regt das so auf mit dem... Da spielt man eine Weile wieder dann mit einem PlayStation 3 oder Xbox Controller und schon kommt man mit einem GameCube Controller wieder nicht richtig klar. So, jetzt haben wir den. Jetzt könnten wir eigentlich die... da weiß ich aber nicht, wie viel Schuss hat die jetzt noch? 5er. Müsste eigentlich reichen. Und Leben haben wir ja auch noch dabei. Ausrüsten. Ja, da gehen wir jetzt die Schlange platt machen. Aber... So, hier rein. Oder besser gesagt, wir müssen ja da in den Raum, wo die Schlange ist, weil da ja... wie gesagt, na, geh rein da. So, hier liegt auch noch Kräuter. Zweimal, ne? Ja, zweimal. Ich gehe mal ihm jetzt fragen, wie es ihm geht. Okay. The others. Okay, ihnen geht's schon wieder einigermaßen gut. Wie viel Platz haben wir noch? Nee. Ich hoffe mal, ich brauche nicht so viel Schuss, ansonsten muss ich dann noch die Handpistole nehmen. Okay. Ja, den Zombie, der hier war, den haben wir ja abgefackelt. Und ich glaube, diesen einen Schlüssel hier mit dem Schild ist nur für diese Tür. Den brauchen sie nicht mehr. Ja, weg. Dann wollen wir mal. Aber wie der Kampf verlaufen wird, ob wir es schaffen oder nicht, das seht ihr beim nächsten Mal. Tschüss.